Thema Interaktion zwischen Menschen mit weit fortgeschrittener Demenz und Bezugspersonen. Weit fortgeschrittener Demenz bedeutet also auch, es geht um Personen, also ich nehme Personen in den Blick, die in der ersten Linie körper- und lautsprachlich interagieren. Das ist nochmal ganz wichtig auch, darauf liegt mein Fokus. Ja, und zu diesem Thema habe ich in den letzten Jahren quasi nebenberuflich geforscht. Man kann wirklich sagen, ich habe dieses Thema aus der Praxis heraus entwickelt. Es gab so drei Erfahrungsstränge, so will ich das jetzt mal nennen. Also einmal die eigene Erfahrung, die ich in der Interaktion mit Menschen mit Demenz gesammelt habe. Dann Erfahrungen sozusagen aus zweiter Hand, also das, was mir Pflegepraktikerinnen berichtet haben, vor allen Dingen Auszubildende der Altenpflege. Und der dritte Strang, der ist auch nochmal bedeutsam gewesen für mich, das sind Erfahrungen, die ich in der Rolle als Beobachterin in dem Verfahren Dementia Care Mapping gewonnen habe. Videos bieten jetzt den Vorteil, dass sie die Interaktion sehr detailliert abbilden können. Interaktionen sind ja dadurch gekennzeichnet, dass sie sehr komplex sind. Es sind also der Interaktion ist ja sowohl Sender als auch Empfängerin, das ist einmal das, also dass es das schon mal gibt. Und dann laufen viele Kommunikationsebenen gleichzeitig, also die körpersprachliche, die lautsprachliche und eben auch die verbalsprachliche. Also es ist unheimlich viel, was passiert und auch was gleichzeitig passiert. Und das kann man sehr gut durch Videos erstmal erfassen. Der zweite Vorteil von Videos ist eben, dass man sich, also die Interaktion, immer wieder anschauen kann, so oft man wie, also möchte, also diese Reproduzierbarkeit. Und die ist auch sehr wichtig, und das kann ich auch selber nochmal als Forscherin sagen, dass ich vieles erst entdeckt und gesehen habe, nachdem ich mir das Video irgendwie 20 oder 30 Mal angeschaut habe. Das zweite ist ja nochmal, warum habe ich Interviews also ausgenommen? Ich habe ja Interviews mit den Pflegenden geführt, und zwar fokussierte Interviews. Das heißt also, dass ich diesen Pflegenden, also die mit der Person mit Demenz interagiert haben, das Video gezeigt habe. Ich wollte sehr gerne auch erheben, welche subjektive Bedeutung die Interaktionssituation aus der Perspektive der Pflegenden hat. Also ich wollte wissen, was erleben sie da, was für Gefühle haben sie, was für Handlungsabsichten haben sie vielleicht, warum handeln sie so, was sind ihre Gedanken dazu? Das Phänomen, also was es ja gibt in der Interaktion zwischen Menschen mit Demenz und Pflegenden, nämlich die Unbestimmtheit in der Interaktion oder in der Verständigung. Das habe ich ja durch meine Forschung herausbekommen, dass beide, sowohl Personen mit Demenz als auch Pflegepersonen, trotz dieser Unbestimmtheit gemeinsam handeln und bedeutungsvoll interagieren können. Und was ich sehr interessant fand, ist, dass die Pflegepersonen in den Interviews diese Unbestimmtheit in der Verständigung überhaupt nicht als Problem benannt haben. Also das war kein Problem für sie. Das ist irgendwie, haben sie das nicht erwähnt. Also das Gefühl der Pflegenden, sich mit dem Menschen verständigen zu können und ihn auch zu verstehen, kann darüber erklärt werden, dass die Pflegenden also den körper- und lautsprachlichen Äußerungen der Person mit Demenz mit einem Höchstmaß, das würde ich jetzt wirklich auch so sagen, an Feinfühligkeit begegnen. Und durch diese Feinfühligkeit sind sie quasi in der Lage, diese Unbestimmtheit in der Interaktion, die ja da ist, weitestgehend aufzulösen und die Verständigung tatsächlich dann auch zu sichern. Also das macht es auch möglich, diese Feinfühligkeit macht es möglich, dass sich dann auch beide aneinander orientieren können. Hier war
was ist es denn genau, was macht diese Feinfühligkeit jetzt aus? Ein zentraler Aspekt von Feinfühligkeit ist tatsächlich, dass die Pflegeperson sich, also die Interaktion, wirklich in Orientierung an den Möglichkeiten der Person mit Demenz gestaltet. Also sie ist wirklich auf die Person mit Demenz fokussiert. Und was ich herausgefunden habe, ist, dass die Pflegeperson immer wieder bestrebt ist, ja, Symmetrie in der Interaktion herzustellen. Das heißt also, dass sie immer wieder durch ihre feinfühligen Handlungen die Unterschiede, die ja da sind zwischen ihr und der Person mit Demenz, zu minimieren. Das ist so ein Aspekt. Und ein zweiter wichtiger Aspekt finde ich auch noch, wirklich die feinfühlige Deutungsarbeit der Person. Das heißt also, dass die Pflegeperson wirklich versucht, die Äußerung aus der Perspektive der Person mit Demenz zu erschließen und zu verstehen, auch die körpersprachlichen und lautsprachlichen. Und die Pflegepersonen haben mir in den Interviews gesagt, dass für sie dass für sie sehr wichtig war, auch dass sich eine Vertrautheit also einstellt, also durch Interaktionserfahrungen, also dass es eine Zeit des Kennenlernens braucht, des Ausprobierens, um auch wirklich da zu mehr Sicherheit zu bekommen und ja, und letztlich dann auch die Fähigkeit zu entwickeln, die Sprache der jeweiligen Person mit Demenz lesen zu lernen. Also das ist es nochmal, die Interaktionserfahrung, Vertrautheit und auch ja, Fallbesprechung im Team, auch das also mit Kolleginnen und Kollegen auch sich darüber auseinanderzusetzen. Eine letzte Schlussfolgerung noch ist wirklich auch, weil ich ja jetzt noch nicht so sehr auf die Person mit Demenz zu sprechen gekommen bin, ist mir das noch wichtig, dass Menschen mit weit fortgeschrittener Demenz über interaktive Fähigkeiten wirklich tatsächlich verfügen, gerade also was ja, die körperliche Interaktion angeht. Also ich konnte sehen, dass sie sich sehr stark an den körperlichen Äußerungen der Bezugsperson, also der Pflegeperson, orientieren, zum Beispiel durch Nachahmung. Ja, wir alle sprechen ja über den Körper, ich ja jetzt auch. Dass sich die Pflegenden im Kontakt mit dem Menschen mit Demenz über ihre Körpersprache ja, bewusst sind. Also sich da bewusst, mehr Bewusstsein vielleicht noch entwickeln. Wie agiere oder interagiere ich jetzt körpersprachlich und bin ich in meiner Körpersprache eindeutig? Damit sich die Feinfühligkeit auch entfalten und zeigen kann, braucht es bestimmte institutionelle und situative Bedingungen. Also Feinfühligkeit, auch wenn sie vorhanden ist, ist störanfällig. Also ja, man kann das nicht immer so abrufen, es braucht bestimmte Rahmenbedingungen. Also wenn man zum Beispiel unter massivem Zeitdruck, unter Stress steht oder wenn man ständig in der Interaktion unterbrochen wird oder wenn es sehr laut ist, dann na, ist das mit der, also dann muss ich schon sagen, das konnte ich aussehen, ist die Feinfühligkeit herabgesetzt oder kann sich minimieren. Das möchte ich nochmal so voraussetzen, dass jetzt nicht alles auf der Pflegeperson lastet. Also es braucht bestimmte Bedingungen. Okay, soweit. Ihre Karin Melling.